Eine überraschende Zuasphaltierung sorgt in Wiener Neustadt für Aufregung. Denn die betroffene Fläche beherbergt einige Zieselnester. Da diese gerade Winterschlaf halten, bedeutet das, dass die Tiere beim Aufwachen keinen Weg nach draußen vorfinden werden. Die umgehende Entfernung der Zuasphaltierung wird deswegen gefordert. Momentan gibt es ja eine Zuasphaltierung, die für Aufsehen und Aufregung sorgt. Was ist denn hier konkret passiert? Ja, hier ist Zieselgebiet schon seit Jahrzehnten und es wurde einfach der Boden versiegelt mit Asphalt. Das Ziesel steht unter Naturschutz. Es leben hier einige Familien, die jetzt einfach durch diese Versiegelung mit dem Asphalt nicht mehr aus dem Winterschlaf hervorfinden und elend sterben müssen. Was sind denn jetzt die nächsten Maßnahmen? Was kann man machen? Was soll man machen? Ja, hier ist definitiv die Behörde am Zug. Es gab angeblich schon ein Verfahren, wo beschlossen wurde, dass eben der Asphalt wieder wegkommt. Es gibt jetzt Schwierigkeiten. Wichtig ist, es ist wirklich Gefahr im Verzug. Die Tiere sterben elendig. Also wir befinden uns hier auf einem Areal, wo es Zieselpopulation gibt. Das bedeutet, diese Areale müssten eigentlich unter Schutz gestellt werden, weil diese Zieseln streng geschützt sind in Europa und natürlich auch österreichweit. Es gibt da Richtlinien von Niederösterreich. Also Niederösterreich hat ganz klare Richtlinien entwickelt, wie man diese Tiere schützt. Und was wir hier sehen, ist, dass es einer Willkür unterliegt. Ja, es wird hier gebaut, ohne dass man Rücksicht auf die Tiere nimmt. Wir von den Grünen haben uns schon seit vielen Jahren überlegt, was Zieselschutz bedeuten könnte und was für Maßnahmen es bräuchte, dass die Zieseln geschützt werden. Und wir sehen es auch in anderen Städten wie Wien zum Beispiel, dass wenn dort Bautätigkeiten sind, da wird ganz anders vorgegangen. Da werden, wenn ein Bau gefunden wird von den Zieseln, werden diese Zieseln händisch übersiedelt oder wird geschaut, ob diese Tiere, also ob es da in dem Bau Tiere gibt und die werden dann übersiedelt. Das findet hier nicht statt und es ist auch hier überhaupt kein Bewusstsein dafür da. Hier wurde vor kurzer Zeit plötzlich Asphalt über Grasflächen angebracht, in denen viele Ziesel wohnten, von denen einige meine Freunde waren, die ich gefüttert habe, die ich schon jahrelang beobachte und die mir unendlich leid tun. Ich möchte gern, dass diese Tiere gerettet werden und die Eingänge freigelegt werden, damit wir, wenn sie jetzt an die Oberfläche kommen müssen, eine Überlebenschance haben. Ich bin kein Politiker, ich kann das nicht so im Detail exakt sagen, aber es geht einfach um das Leben vieler Familien mit ihren Kindern unter der Erde, die jetzt bald ein großes Problem haben werden, wenn sie aufwachen, Hunger haben und keinen Ausgang mehr finden. Und das ist mein Anliegen, dass da die Behörden, die Politik oder sonst jemand was unternimmt, um das Problem zu lösen, weil es ist schade um die Tiere. Nicht nur persönlich, sie stehen auch unter Naturschutz, wie ich erfahren habe. Und deswegen muss da dringend was unternommen werden. Was unsere große Forderung ist, ist, dass wir wirklich Areale definieren, die wir unberührt lassen, damit diese Tiere in Ruhe leben können und damit diese vom Aussterben bedrohten Tiere sich auch weiter fortpflanzen können. Und das ist hier nicht so. Und es ist auch so, dass diese Straße, die da drüben geht, immer wieder rufen uns Bürger und Bürgerinnen an, es ist wieder ein Ziesel überfahren worden. Das bedeutet für uns auch, es müsste eine Bewusstseinsbildung geschehen. Das heißt, wir könnten Tafeln aufhängen, wo darauf hingewiesen wird, dass diese Tiere vorhanden sind. Wir könnten eine 30er-Zone machen. Wir könnten auch, wenn es unbedingt notwendig ist, dass gebaut wird, könnten wir auch schauen, dass unter den Straßen Fluchtwege für diese Tiere geschaffen wird, sodass die nicht über die Straße, sondern unter der Straße fliehen können. Und eben, also wie schon gesagt, ja, wichtig ist auch, dass diese Areale einmal definiert werden und dann nimmer mehr angerührt werden, dass diese Tiere in Ruhe dort leben können. Sie sind stark gefährdet, wir wissen auch jetzt nicht genau, wie viele Tiere da sind, das war auch schon mal anders. Also wir hatten schon mal Zieselmonitoring, das haben wir jetzt nicht mehr, also wir wissen auch nicht, wie sie diese Tiere fortpflanzen, wie sie sich weiterentwickelt, werden sie dezimiert, sind sie wieder sich fortzupflanzen. Also all das wissen wir nicht. Und das ist eine ganz klare Forderung, dass wir all das machen müssen, um diese Tiere
bestmöglich zu schützen. Die Ziesel aufzunehmen ist für Sie auch schwierig. Woran liegt das? Wir haben zwar ein Tierheim in Wiener Neustadt, das ist aber bei Gott nicht geeignet, diese Hörnchen irgendwo aufzunehmen, da wir einfach diese Magerwiesen nicht haben. Darum siedeln sie sich ja alle an, entweder am Flugplatz oder auf dem Golfplatz. Und da funktioniert es zum Beispiel sehr gut auf unserem Golfplatz in Wiener Neustadt. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Es müsste einfach möglich sein, ein gemeinsames Miteinander mit Mensch und Tier zu erreichen.